Ja, hallo, liebe Individualisten und herzlich willkommen zum zweiten Teil des Schnitzprojekts vom Bushcraft-Becher. Wer den ersten Teil noch nicht gesehen hat, findet den Link hier oben. Und ich werde heute ein bisschen weitermachen. Ich habe mir allerdings zugegebenermaßen ein neues Messer gekauft, weil nur mit dem Taschenmesser alleine ist es doch ziemlich mühsam. Deswegen habe ich mir zur Unterstützung noch dieses Hohleisen organisiert und mit dem kann ich also das Holz innen deutlich besser herausarbeiten. Ich habe ja schon vom letzten Video von dem Stand schon ein bisschen weitergemacht, wie ihr seht. Und ja, ich würde sagen, ich versuche heute den Becher fertig zu machen. Und wenn ihr Lust habt, dann bleibt's dabei.